Kommando Soppenschuss informiert. Alle guten Dinge sind 8,3, so sprach unsere Genossin Mao Zedong. Diese heutige Meldung wird voraussichtlich die letzte vom Kommando Sonderaußenposten Schweißfuß sein. Wir gehen davon aus, dass auch unsere letzte Genossin dem Virus anheimfallen wird. Irgendwann in den nächsten 128 Jahren wird es soweit sein und niemand kann sich dann mehr von ihr verabschieden. Der Logik halber erwähnen wir hier, dass die Schreibkraft, die im Homeoffice diesen Schwachsinn verbreitet, ab morgen fristlos entlassen ist. Die Kündigung wird fristgerecht irgendwann pünktlich übergeben. Unsere Pflichten verletzten wir immer, gerecht sind wir nimmer. Damit unsere Leserschaft noch einmal frisches Detailwissen aus dem Orkus der Geschichte erfahren kann, spielen wir hier noch einmal alle Meldungen in einer Endlosschleife ab. Wenn Sie dem Wahnsinn nicht anheimfallen, dann lecken Sie uns am Arsch. Wir haben alles versucht, Sie auf den Pfad der stinkenden Fußlappen zu bringen. Wenn Sie nicht wollen, dann müssen wir eben Gewalt anwenden lassen. Ja, wir selbst sind viel zu schwach und auch nur wenige. Wenn Sie wüssten, wie sehr uns Ihre Gesundheit wirklich am Herzen liegt, dann wären Sie sprachlos. Das Kommando Sockenschuss sucht. Liebe unterdurchschnittlich intelligente Leidensgenossen und Genossinnen. Die Zerstörung der deutschen Wirtschaft macht gute Fortschritte. Wir sind hoch erfreut zu sehen, wie die Rohdaten aufzeigen, dass unsere Maßnahmen hervorragend fruchten. Allein im letzten Monat hat unsere Wirtschaft ein reales Wachstum von -60% hingelegt. Damit stehen wir nun in unmittelbaren Wettbewerb mit dem afrikanischen Dorf Pipiundkaka aus dem Kongo, dessen Wirtschaftsleistung bei 6 Bananen am Tag liegt. Unser BIP liegt allerdings noch circa ein Achtel Banane vorne. Auf diesen Lorbeeren können wir uns jedoch nicht ausruhen. Rückwärts immer, vorwärts nimmer. So hat es der Sockengenosse Mao Zedong in unsere Hirne gemeißelt. Die noch verbliebenen Reste von Anstand und Güte im Lande wurden beseitigt. Unser Land steht am Abgrund und Millionen Existenzen wurde vernichtet. Wunderbar! Wir sind so stolz auf diese Entwicklung und wollen unseren Beitrag leisten, diese noch etwas zu beschleunigen. Nachdem unsere weise Regierung das Gastrogewerbe endlich niedergeschmettert hat, sieht dieses sich gezwungen, in angemessener Weise zu reagieren. Wir lassen das an dieser Stelle unkommentiert hier stehen und haben ein Kopfgeld auf den Designer dieses Memes ausgesetzt. Wer kennt diese Socke? Wahrscheinlich ist es eine besonders stark stinkende Fußpilzsocke mit rechtsdrehender Schweißdrüsenanomalie. Für Hinweise zur Ergreifung des Sockentäters hat der Rat der gelben Fußnägel eine Belohnung ausgesetzt. Wahrscheinlich werden Sie gratis erschlagen. Natürlich können Sie während der Auszahlung der Belohnung Ihre Lieblingsmusik hören, aber nicht zu laut. Liebe MitinfiziertInnen! Nachdem bekannt wurde, dass das Virus gar nicht existiert, wollen wir hiermit kundtun, dass die Maßnahmen dennoch verstärkt werden müssen. Nur weil es keine akute Bedrohung gibt, bedeutet das nicht, dass wir uns in Sicherheit wiegen können. Das Zentralkomitee hat alle Socken gewendet, wie es das, je nach Windlage immer tat, und hat folgende Maßnahmen beschlossen. Zur Eindämmung von Querulantenbanden, welche das Virus zwar richtigerweise leugnen, jedoch sich nicht dem obersten Sockenrat unterwerfen, werden alle Analphabeten und Vorbestraften in den Richterstand berufen. Sie dürfen richterliche Beschlüsse erlassen oder auch nicht, egal, sie sollen Panik verbreiten. Der oberste Käsefußprofessor Unheimlich vom Institut für Bürgergreuel hat seine Studie vorgelegt, deren Erstellung 2 Minuten gedauert hat. Daraus geht eindeutig hervor, dass Panik und Angst die besten GenossenInnen sind. Auch wenn die Wirtschaftsdaten hervorragend aussehen und wir 2 Millionen neue Arbeitslose haben, weisen wir darauf hin, dass ab heute 0 Uhr jede gewerbliche Tätigkeit untersagt ist. Anträge für die Zusendung getragener Socken zur Kompensation der Verdienstausfälle können Sie jederzeit stellen. Ausgenommen sind die üblichen Zeiten zwischen 0 Uhr und 1 Minute und 23 Uhr und 59 Minuten. Da wir in Kürze Hungeraufstände erwarten, haben wir klugerweise die Grenzen komplett geöffnet.
So erhoffen wir uns den ungefilterten Zuzug von Security-Fachkräften. Nach dem Wiener Blutmassaker laden wir alle Schlechterinnen, ob mit oder ohne Bart ein, in unserem schönen Lande den Wiederaufbau zu forcieren. Wir ordnen weiters an, dass an jedem Fenster, wohinter schwache oder kranke oder gerne auch alte Menschen leben, eine stinkende Sockenfahne zu hängen hat. So signalisieren sie rechtzeitig ihre Opferbereitschaft. Ab dem kommenden Jahr 2021 wird für jeden noch lebenden Bürger, ausgenommen Wutbürger, ein Konto bei der Sockenbank eröffnet, wo wir jedem Untertan 20 Paar getragene kaukasische Fußlappen zur freien Verfügung stellen. Damit einhergeht die Einführung der digitalen Währung Sockentoken Extrem, STE. Der Wechselkurs wird auf einer zu 100 Trillionen Euro festgelegt. Daran soll jeder die Wertstabilität des STE erkennen. Jeder dann noch lebende, ausgenommen Wutbürger, erhält dann 0,00000000001 STE zur freien Verfügung. Damit können sich alle ein schönes Leben machen. Bitte beachten Sie, dass gleichzeitig die Mehrwertsteuer leicht angehoben und dann 50.000% betragen wird. Wir können diese schwere Krise nur gemeinsam bewältigen. Sie müssen uns alles geben und bekommen dafür nichts. Für diesen Vertrauensvorschuss bedanken wir uns herzlich und wünschen allen Menschen eine gesegnete Zeit. Mögen die Schlechterinnen Ihnen nur kurzen Qualen bereiten und mögen Sie bereit sein, die allzeit stinkende Käsefußfahne als das Banner der Freiheit über Ihrem Grab zu hissen. Egal, ob Sie sich ohne Kopf 1,80 in die Tiefe begeben oder mit, wir sind in Gedanken keine Sekunde bei Ihnen. Es lebe der Schweißfuß, der Plattfuß und natürlich die sagenumwobene Krankheit. Kommando Sockenschuss, Aktion Abstrich. Im Rahmen der Volksgesundheit empfehlen die Genossen vom Seuchenvorsorgezentrum, dass jede Bürgerin selbstständig einen Abstrich vom Mund, Nasenraum vornimmt und diesen beim Sammellager für Schleimangelegenheiten abgibt. Die Öffnungszeiten entnehmen Sie bitte Ihrer Tageszeitung, meistens auf Seite 666 zu finden oder rufen Sie durch die Kanalisation ganz laut: Hallo, ich will abgeben, Corona-Schleim. Sie erhalten eine Antwort in Form eines Morsecode, meistens PIP. Notieren Sie die Antwort auf ein Stück WC-Papier, falls vorhanden, aber bitte verwenden Sie dieses Papier noch einmal, bevor Sie es Ihrer Nachbarin geben. Aufgrund von Lieferengpässen bei diesen spezifischen Tests greifen Sie alternativ zu im Baumarkt, meistens, erhältlichen Besenstielen. Befestigen Sie an der Spitze eine getragene Socke und führen Sie den Stiel in das linke Nasenloch ein. Achtung, nicht ins Rechte. Dort lauern braune Gefahren, welche das Ergebnis verfälschen. Versuchen Sie, den Stiel möglichst weit einzuführen. Überwinden Sie die Hirnbarriere notfalls mit einem Hammerschlag auf das andere Ende des Besenstiels. Sollten Sie hierfür Hilfe benötigen, dann rufen Sie bitte aus dem Fenster: Ich wolle Hammerschlag. Dafür speziell ausgebildete Fachkräfte sollten sich in Ihrem Distrikt aufhalten. Der Austritt von Körperflüssigkeiten, wie Blut und Hirnschmalz, falls noch vorhanden, ist normal. Sollte die Socke im Gehirn hängen bleiben, bitte wiederholen Sie den Vorgang so lange, bis die Socke wieder herauskommt. In einigen Fällen sind einige tausend Wiederholungen nötig. Zählen Sie nicht mit und seien Sie sich des Ernstes der Lage bewusst. Sollten Sie diese Prozedur überleben, was wir nicht hoffen, dann bringen Sie die Socke mit Testschleim persönlich im Lager für solchen Schleimkonzentration vorbei. Sollte eine Infektion, von was auch immer, nicht bestätigt werden, bleiben Sie bitte anschließend 5 Jahre in Selbstquarantäne. Sollten Sie infiziert sein, was wir hoffen, dann bleiben Sie bitte im Keller des Hauses Nummer 3 des solchen Schleimkonzentrationslagers und warten neue Anweisungen ab. Im Normalfall kümmert sich eine Mitarbeiterin innerhalb der nächsten 20 Jahre um Sie. Bitte behalten Sie die Ruhe und wahren Sie den Abstand zu anderen Infizierten nicht. Liebe Mitinfizierte innen, der Tag ist grau und es regnet.
Was wir aktuell erleben, ist eine Manifestation von meteorologischer Gegebenheit, die unser Team noch umgehender auswerten muss. Eines scheint jedoch klar auf der Hand zu liegen. Es gibt eine Korrelation zwischen akutem Durchfall und der globalen Todesseuche. Bitte essen Sie kein frisches Obst und Gemüse. Wie unser Kommando Totalversagen ergründet hat, ist gerade frisches Obst und Gemüse geeignet, die Todeskeime durch jede Art von Körperöffnung zu transferieren. Insofern wundert es wenig, dass gerade anale Infektionen auf dem Vormarsch sind. Ernähren Sie sich gesund. Überlagerte Dosen- und Spirituosenstellen, nach Auffassung unseres Spezialisten Professor Frosten, eine exzellente und vor allem vorbeugende Art der Gesundheitsvorsorge dar. Ab Montag sehen wir mit freudiger Stimmung einem erneuten Lockdown unserer Provinzen entgegen. Wie die Genossen sagen, handelt es sich um eine weitere kleine Maßnahme zur Stabilisierung der deutschen Wirtschaft. Wie unsere selbstgebastelten Statistiken zeigen, sind wir gut gerüstet, um die nächsten Monate mit maximalem Schaden zu überstehen. Die Todesrate, welche mit 0,02% unser aller Leben bedroht, werden wir versuchen, durch geeignete Maßnahmen auf durchschnittlich 100% zu senken. Derweil werden Grippe und Dauerwellen in andere Kommandostrukturen ausgelagert. Resistente Krankenhauskeime, welche jährlich mit einigen tausend Toten zu Buche schlagen, werden in die Covid-21-Agentur eingelagert. Todesursachen werden auf maximal eine erweitert. Es gibt nur noch einen Tod. Jawohl, und dieser heißt Corona extrem schnell in die Anstalt und zurück. Wir weisen darauf hin, dass noch geistig gesunde Bürgerinnen sich bis spätestens heute Abend zur Verabreichung einer 10-fachen Dosis Mainstream-Dope in der Bullshit-Oase Nummer 23 in 33088 Auweier einzufinden haben. Die Lager für Freizeit, Ernährung und geistige Vollkommenheit werden ab Montag 0 Uhr und 13 Minuten für alle geöffnet. Bitte finden Sie sich rechtzeitig dort ein. Übergeben Sie vorher allen Besitz, Geld, Edelmetalle, Kies für Kryptowährungen sowie die Schlüssel zu Wohnungen und Kfz an Ihrem Abschnittsbevollmächtigten. Dieser wird die Werte dem Zentralkomitee für Eigensinn und Rotze zuführen oder alles selbst behalten. So stellen wir sicher, dass niemand mehr hat als der andere. Wir sind alle gleich. Wir sind die Geistenbrüller dieser Welt. Wir sind die deutschen Exkremente unserer Ahnen. Bitte vergessen Sie nicht, unsere Abteilung Hinterziehung über eventuell vergrabene oder versteckte Schätze zu informieren. Wir sind für Sie da. Zum Wohl der Parasiten. Wir lieben Sie doch alle. Glauben Sie nicht, was LeugnerInnen und KlimasünderInnen in die Welt tragen. Wir sind die fetten DenkerInnen der Nation. Wir wissen alles, und wenn es falsch ist, dann ist es trotzdem richtig, weil wir die coolen Innen vom Kommando Sockenschuss sind. Es lebe der intelligente Einzeller mit all seiner Pracht, Kreativität und Vielfalt. Achtung, Achtung, eine Durchsage vom Zentralkomitee. Halten Sie bitte auch in den Ehebetten den Abstand von 1,50 m. Sollte das Bett zu schmal sein, beantragen Sie beim Bunten Bund einen Ehebettenverbreiterungszuschuss. Sollte das Zimmer zu schmal sein, bitte einen Zimmerverbreiterungszuschuss beim Bezirksamt für Zimmererweiterungsangelegenheiten stellen. Sollte das Haus zu klein sein, bitte einen Antrag für einen Hausabstandsregelbefolgungsbonus beim Bauministerium stellen. Bitte verwenden Sie einen Mund-Nasen-Schutz auch beim Geschlechtsverkehr. Nach dem Akt kann in die Maske das Ejakulat des Mann-Innen aus der Scheide der Frau-Innen aufgenommen werden. Die Maske dann bitte einsenden, mit Name und Anschrift der Beteiligten, an die DNA-Datenabteilung der Nationalen Staatssicherheit. Sollten Sie Probleme bei dieser Angelegenheit haben oder beim Akt selbst, richten Sie bitte die Webcam genau auf das Bett aus und montieren Sie den Monitor am Kopfende des Bettes. Stellen Sie sicher, dass die G5 Verbindung aktiviert wurde, der PC und Monitor eingeschaltet sind. Ein Mitglied innen des Zentralrates innen wird Ihnen sowohl beim Akt als auch danach beratend zur Seite stehen. Um Engpässen bei der Wasserversorgung vorzubeugen,
Kacken Sie bitte zweimal ins Klo, bevor Sie die Spülung betätigen. Sollte es zu einer Verstopfung des Abflusses kommen, greifen Sie unmittelbar mit der Hand in die Brühe und beseitigen den Dreck. Weitere Maßnahmen zur Eindämmung von Verstand und Intelligenz: Kaugummis nach dem Gebrauch wieder glatthämmern, ordentlich einwickeln und einem fremden Kinde schenken. Wenn Sie gegessen oder getrunken haben, bitte alles wieder auskotzen und ordentlich herrichten für die nächste Mahlzeit. Werfen Sie den Müll aus dem Fenster und achten Sie dabei auf die Trennung der Wertstoffe. Papier, Pappe und Zitronenschalen bitte nach links werfen, alles andere nach rechts. Diese Maßnahmen sollen die Müllentsorgung entlasten. Schlagen Sie die Fensterscheiben Ihrer Wohnung mit einem harten Gegenstand kaputt. Achten Sie dabei darauf, sich nach Möglichkeit zu verletzen. So sparen Sie gerade jetzt, wo es kühler wird, Heizkosten und, wenn Sie sich richtig schwer verletzt haben, weitere Vorsorgekosten für Ihr Leben. Es ist verboten, die Wohnung zwischen 0 Uhr und 23 Uhr und 59 Minuten zu verlassen. Bitte erledigen Sie alles Wichtige in den anderen verfügbaren Zeiten. Für Rückfragen, Antragstellungen und Beschwerden erscheinen Sie bitte persönlich beim Amt für Totalausfälle in der Sockengasse 17. Zeigen Sie jede Zuwiderhandlung sofort bei Ihrem Kreiskomitee an. Prägen Sie sich die Notfallnummer sehr gut ein. Telefon plus 000 777 38 36 34 64 57 56 89. Wie die Pandemie hier alles im Griff hat. Neuigkeiten vom Kommando Sockenschuss. Hallo Freundinnen der getragenen Socken. Mit Bestürzen müssen wir feststellen, dass die Pandemie uns alle dahinrafft. Weder vergilbte Fußnägel noch pilzzerfressene Fingernägel schützen uns vor dieser Jahrmillionenseuche. Heute ist der Tag der Offenbarung und wir nehmen das zum Anlass, jeder Genoss in einen Einblick in die wahren Ausmaße dieser ultramaximalen kosmischen Hyperpandemie zu geben. Wie die Daten der Helios-Kliniken zeigen, wird auch bald der letzte Schleimlurch der seltenen Gattung Becloptus extremus maximus Käsephysonius ausgestorben sein. Bitte sehen Sie sich diese Daten nur an, wenn Sie Schweißfüße vor dem Herrn hoch 2-3 haben. Andernfalls könnte die Aufnahme dieser Todesinformation Ihr Weltbild erschüttern. Sehr geehrte infizierte Sterninnen und Innen und Innen oder Außen, der Lockdown ist uns ein willkommener Anlass, um unserer Zuversicht Ausdruck zu verleihen, dass nun die Zeit der Festlichkeiten gekommen ist. Das Land liegt da nieder und wir sind sehr geil auf die folgende Zombie-Apokalypse. Nicht umsonst war der Einsatz der vollkommen verfaulten Fußnägelbrigade des Teams um besondere Bundesintimitäten. Weitere Maßnahmen zur Eindämmung von Intelligenz und Verstand stehen auf unserer Agenda. Für die nächsten 120 Jahre werden folgende Maßnahmen angeordnet. Allen Menschen in Wohnhaft ist es verboten, die Räumlichkeiten des WCS, der heimischen Wohnung, zu verlassen. Schlafen Sie bitte, falls erforderlich, in der Badewanne. Sollten sich mehr wie 17 Familienangehörige in derselben Wohnhaft befinden, stecken Sie die Schlafparzellen in der mit kaltem Schmutzwasser gefüllten Badewanne sorgfältig ab. Halten Sie hier bitte einen Mindestabstand von 4 Meter. Sollte Sie keine Badewanne haben, dann fluten Sie die Nasszelle mit Exkrementen Ihrer Nachbarn. Die Abschnittsbevollmächtigten haben die Befugnis, diese Regel zu jeder Tages- und Nachtzeit durchzusetzen. Dafür stehen diesen Genossen Sterninnen-Fachkräften von vornehmlich fremdsprachigen Regionen der Erde zur Verfügung. Am heiligen Corona-Abend ist es von 18 Uhr und 59 Minuten bis 19 Uhr gestattet, die Räumlichkeiten des WCS zu verlassen. Bescheren Sie sich und den Abschnittsbevollmächtigten reichhaltig. Denken Sie dabei daran, dass Wertgegenstände, Bargeld, Geschenke und andere Nebensächlichkeiten dieses Jahr nicht an andere Mitmenschen, außer unseren SockengenosseInnen, verschenkt werden dürfen. Das umfasst auch genießbare Lebensmittel. Essen Sie nur abgelaufene Lebkuchen von vor 1817. Das stellt sicher, dass das Corona-Hammer-Killer-Virus, welches sehr wehrfressen ist, sich fern von Ihrer Sippe hält.
Von 19 Uhr und eine Minute bis 19 Uhr und zwei Minuten darf am heiligen Corona-Abend das Haus verlassen werden. Ziel ist es, die körperliche Fitness unserer Bürger zu steigern. Bitte verwenden Sie dafür die bereitgelegten kaukasischen Fußlappen. Diese sollten mindestens 8 Jahre ununterbrochen in Verwendungen gewesen sein. Schnüren Sie die Fußlappen über Ihr Gesicht und bedecken damit Mund und Nase. Sollte es Verrutschensgefahr geben, dann verwenden Sie bitte den Tacker aus Ihrem Bürobedarf und stellen somit den sicheren Sitz der stinkenden Fußlappen in Ihrem Gesicht sicher. Sprechen Sie nicht mit anderen Menschen und atmen Sie so wenig wie möglich frische Luft. Das reduziert den C02-Ausstoß Ihres Kadavers. Sollten Sie bei sich selbst oder bei einem Mitmenschen Verdachtsmomente der Corona-Leugnung erkennen, ergreifen Sie unmittelbar Partei für unseren Sockenbund und entfernen diese Gefahr. Für jede erkannte, gemeldete und entfernte Gefahr zahlt das Zentralkomitee 6 Paar halbverfaulte Fußlappen, original aus Unterkaukasien. Nach dieser ausufernden Festivität begeben sich bitte alle wieder in ihre WC-Räumlichkeiten. Dort sind Tür- und Fensterritzen sorgfältig vor dem Eindringen der Seuchenviren mit Fußlappen oder Schweißsocken zu verschließen. Haben Sie keine Angst vor dem Erstickungstod. Je mehr Menschen sich das WC teilen, umso schneller wird es gehen. Während es so aussieht, als gehe die ganze Welt den Bach herunter, lassen Sie sich beruhigen. Es sieht nicht nur so aus, es ist in der Tat so. Bei uns allerdings, auf unseren Inseln und in unseren unterirdischen Palästen, da treibt das Leben. Wir feiern 24/7 und verbal lernen Ihre letzten Groschen. Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Stimme bei der nächsten Wahl, die wir natürlich mit 140% gewinnen. Unsere Wahlautomaten sind sicher vor Korrektheit und anfällig für Manipulation. Bitte, noch eine letzte Bitte. Hinterfragen Sie nichts. Unsere Maßnahmen sind absolut ungeprüft und geil vor dem Herrn. Wir sind, wie Sie wissen sollten, die geilsten schwermetallverseuchten Fußlappen-Junkies unserer Generation. Wir sind so hammerhart am Feiern und denken nie an andere. Besinnliche Tage, Wochen, Monate, Jahre wünscht Ihnen Ihr allseits abwesendes Kommando Sockenschuss. Kommando Sockenschuss stellt ein lächelnder Smiley. Guten Tag, liebe gemarterte MitmenschenInnen. Wir haben tiefstes Verständnis für Ihren Argwohn gegen unsere Maßnahmen, bitten jedoch um zusätzliches Vertrauen. Wir sind doch so geil. Heute wendet sich das Zentralkomitee an die wenigen arbeitslosen und vor allem arbeitsscheuen Elemente in dieser Gegend, wo hin und wieder noch Deutsch gesprochen wird. Zur Verstärkung unseres vergilbten Sockenteams suchen wir dringend Fachkräfte, besonders im Sicherheitssektor. Während andere Unternehmen den Bach runtergehen, blüht die Wirtschaft beim Bund für schweißdurchdrungene Fußlappen und andere essentielle Notwendigkeiten. Wir stellen ein, Sockeninspektor Stern innen oder außen, gern mit uninformierter, unreflektierter und vor allem undokumentierter Vita. Sind Sie dumm oder dümmer? Haben Sie maximale Schweißfüße? Wollen Sie andere gerne unterdrücken? Wollen Sie Party machen ohne Ende? Wollen Sie Karriere machen in einem großen Sumpf von absoluter Verkommenheit? Wollen Sie andere quälen, vernichten, entsorgen? Haben Sie mindestens Schuhgröße 92? Sind Ihre Fußnägel mindestens so lang wie der Fuß selbst, dreckig, total vergilbt und pilzzerfressen? Auch wenn Sie nur eine einzige Frage mit Ja beantworten können, sollten Sie sich umgehend bewerben, beim Amt für schmutzige Fußkleider, wie immer in der Sockengasse 17, in 33088 hinter Wotzig-Traudig. Wir bieten praktische und theoretische Ausbildung in unserem Außenposten Pippi und Kaka, Ausbildung an gefährlichen Messern, Ausbildung in der Analyse von Darminhalten, inklusive des Verzehres dieser Eisold. Sprachausbildung in 250 Sprachen, ausgenommen Deutsch. Unterdurchschnittliche Gehaltsanpassung. Unmoralische Community-Etikette. Schnelle Aufstiegschancen, inklusive Fallobst am Arbeitsplatz.
Homeoffice nur bei Eignung und besonderer Abartigkeit. Vorteilsimpfung gegen Todesseuchen und viele andere besondere Vergünstigungen. Wir erwarten absolute Verschwiegenheit, absolute Geilheit, maximale Dauerdummheit, extreme Besessenheit von Maos Sockengedanken, utopisch-astronomischen Hass gegen Kritiker unserer Maßnahmen. Vor allem erwarten wir Gehorsamkeit und kein Hinterfragen. Wollen Sie zu dem hypergeilsten Team der Welt gehören? Zögern Sie nicht und sticken Sie Ihre Bewerbung auf alte, gern noch riechende Fußlappen. Der Umwelt zur Liebe verwenden Sie kein Papier. Maximal wird eventuell gebrauchtes Klopapier akzeptiert, bitte nur mit dicker Sprühwurstbeschichtung. Wir haben schließlich auch ein Verlangen. Wollen Sie den Untergang der Gesellschaft beschleunigen und selbst ein maoistischer Katalysator sein? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Wir erwarten Ihre Bewerbung in freudiger Vorfreude auf die kommenden Pandemien. Das war voraussichtlich die letzte Meldung vom Kommando Sockenschuss. Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an das Kommando Glockenbus. Diese ist zwar noch mehr abwesend, jedoch nun verantwortlich für alle Fragen des Wahnsinns. Ihr allseits abwesendes Kommando Sockenschuss. Wir lieben Sie doch alle.